Als Richard Wagner vor 170 Jahren mahnte, Kinder, schafft Neues, war er zwar noch nicht auf der Welt, aber die Forderung seines großen Vorbildes nahm sich Klaus Schulze Zeit seines Lebens zu Herzen. Ich mag ihn eben, den Richard. Seine Musik, seine Art, wie er sein Leben auch in Extremen führte und wie er sein Ding durchgesetzt hat. Und an seiner Musik faszinieren mich diese Klangflächen, diese neuen, damals revolutionären Akkorde. Also wenn man seine Musik hört, die klingt halt sehr, sehr, das driftet irgendwie in andere Klangwelten, in andere Universen und so weiter. Aber wenn du mit dem geredet hast, dann redete der eigentlich, und ich glaube, das war tatsächlich irgendwie so eine Sache, die uns verbunden hat. Der redete so ähnlich wie ich. Und die Art und Weise, wie er zum Beispiel auch über seine eigene Musik gesprochen hat, also fand ich immer total witzig, weil das, also es war immer so direkt, der hat irgendwie, der hat nichts besonders gelobt oder besonders, also in Adjektiven oder so verbrämt, sondern hat immer irgendwie ganz knallhart irgendwie was gesagt, ja, das ist so und so, das ist so, ja, da habe ich mir das gedacht oder so. Oder manchmal sagt er auch, nee, da habe ich mir gar nichts gedacht. Das passierte einfach und fand ich toll. Er hatte in seiner künstlerischen Arbeit tatsächlich dieses totale Gottvertrauen in sich. Leute, mit denen er zusammen Musik gemacht hat, ich zum Beispiel, wir waren mehr oder weniger seine Werkzeuge. Also er konnte selber nicht gut singen, also hat er sich jemanden gesucht wie Lisa Gerard oder wie mich, die dann ins Studio gestellt hat und gesagt hat, so, jetzt mach ich, sing mal. Es war immer wirklich wie so eine Expedition. Ich bin dahin und dann haben wir uns getroffen, haben wir erstmal ein bisschen was geraucht und ein Bier getrunken oder sonst irgendwas und dann ging es so langsam ins Studio und dann sag ich, Marian, ich spiele dir jetzt mal was vor, wie findest du das? Und dann setzt man sich hin, dann schreibt man irgendwie einen Text, man kommt auf eine Geschichte irgendwie, die passen könnte zu dieser Art von Musik, die er da gerade irgendwie auf dem Schirm hatte. Und dann hat er es aufgenommen und das lief dann so den Tag über. Das heißt, er hatte seine Musik, er hatte ganz viele verschiedene Aufnahmen von mir und dann ließ er das im Loop laufen und setzte sich hinter den Mixer und fing an, so nach und nach die Parameter irgendwie der Musik zu verändern. Also die Summe dieser winzigen Veränderungen, die bei jedem Loop irgendwie passiert sind, also machten dann was mit dieser Musik, was er wahrscheinlich selber auch gar nicht so, also konkret im Kopf hatte. Das war ein absolut faszinierender Prozess, den ich irgendwie so auf diese Art und Weise noch bei keinem anderen Künstler gesehen habe. Und das konnte nur funktionieren, weil Klaus sich total auf sich selber verlassen hat, weil er wusste, er ist wie ein Spürhund. Er findet den Weg in diese Klangwelt, die eigentlich nur ihm gehört, und er findet den Weg da rein und dann kann er diese Musik eben an andere Menschen heranbringen. Er war immer auf der Suche, aber er war immer sicher, dass er was findet. Er hat mich zu Dingen gebracht, die ich normalerweise als Sänger sonst nie zustande gebracht hätte, weil er mir die Chance gegeben hat, auf seiner Musik singen zu dürfen. Und das hat mich, also, das hat mich zu Leistungen inspiriert, die, zu denen ich irgendwie, wenn ich ihn nicht gekannt hätte, niemals fähig gewesen wäre. Der ging auf die Bühne irgendwie und spielte vor 15.000 Leuten. Irgendwie, der hatte null Probleme damit. Das,
das waren alles so Sachen, die ihn einfach wirklich, auf gut Deutsch gesagt, am Arsch vorbeigingen. Wenn die Leute ihn bewundert haben, hat er das einkassiert. Und wenn es nicht da war, dann war es halt nicht da. Aber das hat ihn nicht weiter irritiert oder so. Man kann wirklich sagen, der lebte einfach für diese Musik, die er machte. Und der hatte irgendwie einfach seinen Weg gefunden. Als Klaus sich dann irgendwie zurückgezogen hat, als es ihm gesundheitlich immer schlechter ging und es war klar, dass es irgendwann dazu kommen musste, dass er uns verlässt und für mich war das wirklich so, als wenn sich die Welt langsam so ein bisschen irgendwie verdunkelt, also so ganz allmählich. Ich wusste, irgendwann kommt die Nachricht und dann kam sie im April jetzt und ja, und dann, das war ein sehr, sehr trauriger, sehr melancholischer Moment irgendwie. Man lebt ja nicht nur in einer Welt, man lebt in vielen Welten, aber in einer Welt ging so dann allmählich verloscht das Licht halt. Ne? Aber die Musik, die gibt's halt immer noch.